Was geht ab, Leute? Wir machen uns gerade frisch und gleich gibt es die erste Begegnung zwischen Canelo und Zaro. Der Späte macht sich auch gerade frisch. Wir sind hier bei Cut & Go. Und ich bin sehr gespannt, wie das Zusammentreffen von den beiden sein wird. Ich sag ganz ehrlich, der Zaro ist so, ja, nicht der verträglichste mit anderen Rüden. Aber eigentlich will er nur dominieren. Danach ist mal alles geklärt. Und ja, wir testen das aber sicherheitshalber beide mit Maulkorb und schauen mal, wie es gleich wird. Okay. So Leute, wir sind jetzt kurz davor. Zaro ist hier, Canelo ist da. Ich muss sagen, wir sind ein bisschen nervös. Ich bin nervös, ich habe auch Schmerzen gesagt. Schon. Ja. Also wir haben uns das selber, jetzt haben wir uns da hineingesteigert. Wir gucken, aber die haben beide einen Maulkorb an und mal gucken, wie das ausgeht. Was sagst du, was tippst du? Ich glaube, sie werden sich verstehen. Ja, ich weiß nicht, man. Ich kann Zaro irgendwie gar nicht einschätzen. Also ich sage, aber das wird eine kleine Rangelei geben und danach ist es vielleicht geklärt. Wir hoffen es. Ich glaube aber nicht, dass sie danach jetzt Freunde sein werden und miteinander spielen, aber die werden sich vielleicht dulden. Ja, genau. So. Dulden ist wichtig. Schauen wir mal. So, Zaro kriegt jetzt seinen Maulkorb drauf. Spannung steigt. Fein, ne? Ganz lieb. Mein Baby? Hm? Mein Baby. Ich mein Baby, ne? Ich bin gespannt, da aufgeregt, aber es wird schon. Es wird schon. Gleich geht's los. Zaro, gleich wird gespielt. Okay. Lauf. Also Freunde, es läuft auf jeden Fall viel, viel besser. Wir haben, glaube ich, beide nicht so Bock, sich jetzt anzuficken. Aber auf Distanz ist okay. Feiner Zaro. Zu mir. Zaro. Ja, fein. Komm. Zaro. So, ist leider nicht gut gegangen zwischen den beiden. Die wären auf jeden Fall nicht die besten Freunde. Aber da wir Maulkorb hatten, gab es keine Verletzung und es ist halb so wild. Ich habe es den Späten gesagt. Duisburger Mentalität, der Hund. So, guten Morgen, meine Freunde. Wir sind heute hier mit dem Spätim und Canelo. Geht ab, Bro. Guten Morgen, Freunde. Was geht ab, Bro? Wir sind hier auf dem Hundeplatz, wo ich mit Zaro trainiere und wollten mal so ein bisschen zeigen, was die Hunde so können, wie wir so mit den Hunden trainieren. Unser Trainer ist auch am Start. Er will aber so mit Social Media nichts zu tun haben. Deswegen zeigen wir ihn nicht. Die Stimme werdet ihr trotzdem hören. Und ja, ich würde sagen, lass mal auf den Platz gehen. Ja. Heißer Hafi. Okay. Darf ich ihn freilassen? Solange der nicht scheißt und pisst, ist mir das egal, ja. So, ich hoffe. Wie alt ist er jetzt? Der wird am 25.03. wird er 3. Okay. Also 2,5 sowas. Canelo! Wenn du pinkeln gehst und einer ruft, klemmst du dann auch ab, oder? Nee. Ja, also, entweder gehst du nicht pissen oder... Da ist jetzt da genau da gleich. Was der Hund nicht so kann. Was er nicht so
jetzt kann das Tape nicht. Ja, aber so, was soll ich jetzt machen? Ja. Einfach so Sitzplatz oder was? Genau. Ja. Einfach so, was oh, ob er bei dir bleibt. Ob er auf dich hört. Canelo. Canelo, zu mir. Das ist schon mal wunderbar. Einmal komm mal hier. Komm mal hier, Canelo. Schön, schön. Canelo, zu mir. Das ist ein Big Fan. Du Wichser. Canelo, du kleiner Hampelmann. Sauro gleich noch mehr glänzen. Canelo, zu mir. Jetzt. Das ist der Geile. Hey, Freunde, das ist ein Vorführeffekt. Hallo, jetzt hier, Sitzplatz, ruhig aus, alles hinein. Hey, yo. Super. Komm mal her jetzt. Das ist so der typische Vorführeffekt. Platz. Ja, runter jetzt. Nein. Platz. Aber da könnt ihr jetzt mal sehen, so typisch Rottweiler, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, schwenkt mal zu dem Rotti rüber. Der macht sich ein schönes Leben jetzt, weil ich brauche nicht hören. Das Leben ist schön, schön und der Besitzer steht dann da und sagt, Scheiße. Jawohl. Was soll so? Nein. Der könnte runter schon raus. Nicht hier. Das ist lustig. Knuffig. Nicht hier, komm hier. Ja, typischer Vorführeffekt, der Hund hat Spaß jetzt. Wunderbar. Sehr geil. Nee. Ja, ne? Der hat ja eine gute Schule eigentlich genossen, aber der Hundeführer ist so faul. Ja, Rottweiler, Dobermann, der eine kommt aus Rottweil, der andere kommt aus einem anderen deutschen Land. Die scheißen auf alles. Wortwörtlich. Sauber. Fußsitz. Fuß. So ist fein. Fuß. Fein. Ja. Hier ran. Aus. Fuß. Platz. Sitz. Anhalten. Nein, neu angehen. Anhalten. Nein. Fuß. Denk an die Korrekturen. Ja. Ja, freie der Junge. Ja. Was ist denn los? Aus. Guck. Fuck. Fuck.
Gruppe Fuß. Sagst du? Hammer, ja. Fällt mir. Wenn meine nur so hören, sehr krass. Dann machst du das schon so. Ich mach den Sport jetzt seit 40 Jahren. 40 Jahren? Ja. Krass. Hat sich mit 40 Jahren, in den modernen Jahren, sage ich mal, was verändert mit so? Es hat sich sehr viel im Sport geändert. Sehr viel. Und natürlich auch wegen dem Tierschutz. Wenn ich zurückdenke, wie man in den 80er Jahren mit den Hunden umgegangen ist und wie man heute umgeht, ist es heute wesentlich angenehmer, mit den Hunden zu arbeiten. Man hat herausgefunden, dass die Hunde mit Spielmitteln und Leckerchen sehr weit geführt werden können. Ja. Und früher war es absolut ein Kadaver geworden. Und gerade wenn du kleine Kinder hast, kleine Kinder sind ungestüm, die stürzen sich auf den schlafenden Hund und so. Und wenn der Hund dann zwickt oder dann mal zuschnappt, ist das für mich kein Beißen. Dann hat der Hund sich einfach erschrocken. Ja. Ja, und da muss man dann abwägen. So Reaktion auf Aktion einfach. Ja, weil wenn du schläfst und du wirst auf einmal aus deinem Schlaf gerissen, wie reagierst du? Ja. Ja. Haust du um dich rum oder sagst, boah, Alter, verpiss dich. Ja. Aber ein Hund kann nicht sprechen. Ich glaube, viele Menschen müssten einfach... Hunde sind eigentlich so wie Menschen im Verhaltenswegen her. Nein. Nicht? Nein. Ein Hund reagiert nur. Aber ich meine zum Beispiel, wenn mir als Mensch was nicht gefällt, was andere mit mir machen, das denkt sich ja dein Hund dann auch. Ein Hund kann nicht denken. Was dann? Ein Hund reagiert nur oder agiert auf Situationen. Ein Hund kann nicht denken. Auch wenn jetzt vielleicht einige Leute, die das sehen und sagen, dieses Arschloch, was erzählt der da? Nein, es ist so. Ein Hund denkt nicht. Ein Hund agiert, reagiert und erlernte Phasen und Sachen. Das ist das, was ein Hund macht. Ja, genauso auch wie viele sagen, oh, mein Hund kennt die Zeit. Nein, ein Hund kennt nicht die Zeit. Ja. Nimm mal deinen Hund. Fütter den, geh aus der Wohnung raus und du kommst eine halbe Stunde später rein und fütterst den wieder. Der frisst wieder, weil für ihn ist das normal, weil ein Hund hat auch kein Zeitgefühl. Beim Hund ist das so, eine Sekunde ist eine Sekunde. Die zweite Sekunde ist beim Hund ein Jahr. Die dritte Sekunde weiß der Hund schon gar nicht mehr. Deswegen soll man einen Hund auch nie strafen, wenn er zu Hause irgendwas kaputt gemacht hat, weil der weiß es nicht, dass er was kaputt gemacht hat. Der Hund spürt im Prinzip all deine Gefühle. Das sind wichtige Punkte, Alter. Na? Krass, weil das wissen viele nicht. Ja, ja, genau. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, stößt du ganz viel Adrenalin aus. Und dein Hund oder Hunde riechen es. Ja, das meine ich auch. Viele Sachen, wenn du so zuhörst, die wusste ich auch nicht. Der Hund spürt es an deinem Verhalten. Wenn du pissig bist, geht er in Deckung und sagt, nee, irgendwas ist heute mit Papa nicht richtig. Streiten sich da die Meinungen, oder? Da gehen sich die Meinungen auseinander. Einige Tierforscher sagen, Hund kann auch weinen. Vor kurzem habe ich mal wieder einen Bericht gesehen, dass ein Hund weinen kann. Glaubst du das? Ja, für mich ist das auch ein zweischneidiges Pferd. Was der Mensch interpretiert gerne die Menschlichkeit in das Tier rein. Egal welches Tier es ist. Nein, es ist immer noch ein Tier und es bleibt ein Tier. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich euren Hund oder allgemein über Hunde, könnt ihr die gerne auch in die Kommentare. Auf jeden Fall, ja.
So, das war unser kleiner Blog bezüglich unserer Hunde, ne? Canelo und Zaro. Erste Mal, dass ich hier mal ein Video gemacht habe mit dem Hund. Wenn euch der Content gefällt, schreibt in die Kommentare. Ansonsten haben wir auch noch ein Trainingsvideo gemacht zusammen. Genau. Ich wollte mich nochmal bedanken für die Einladung und für deine Gastfreundlichkeit. Danke für alles. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt es uns in die Kommentare. Und lasst ein Like da, ein Abo da. Ihr wisst Bescheid. Ciao, ciao.